meine Lieben, ja, das Video muss ich jetzt leider ein zweites Mal aufnehmen, weil OBS, also ich habe mir einen neuen PC gekauft, weil der alte einfach zu langsam war und ja, meine ganzen Programme, die ich hier so brauche, einfach gar nicht bearbeiten konnte. Und ja, habe auch alles artig installiert, was ich so brauche. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, OBS hat in einem falschen Format abgespeichert, was ich dann mit meinem Premiere Pro gar nicht öffnen konnte. Und jetzt muss ich es nochmal machen, aber nicht so schlimm. Ja, ich habe es jetzt natürlich schon aufgemacht. Die Adresse hatte ich vorhin auch schon abgemacht. Achso, ich erkläre euch erstmal, was hier überhaupt los ist. Und zwar ist das der Tausch-Adventskalender, den ich mit Miss Fruchteis getauscht habe. Das ist so ein bisschen ja, in den letzten Jahren ja, fast schon Tradition geworden, dass wir immer Kalender tauschen. Und vorhin war es nur eine Vermutung, jetzt weiß ich es schon, weil ich habe den Brief ja schon gelesen, der da drin ist. Das ist der Karton, den ich ihr letztes Jahr geschickt habe. Und ich bin ziemlich froh, dass der wieder zu mir zurückgekommen ist. Also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, weil die sind nämlich echt schön und da kann man toll Sachen reinpacken. Vielleicht verschicke ich ihn aber auch einfach weiter, weil Weihnachten passt der halt toll, ne? So, ja, also erstmal eine Menge Papier. Das fliegt erstmal raus, weil ja, bei der Post ist es eben so, gerade zu Weihnachten, die haben mega viel zu tun, die haben richtig Action. Und dann sind die auch nicht immer ganz sanft mit den Kartons. Ihr seht, nee, doch, seht ihr wohl, hier sind Löcher und da sind normalerweise so Bänder drin, um den Karton eben zu tragen. Und die Post reißt die grundsätzlich an einer Seite ab, weil die sonst in diesen Förderbändern, wo die Kartons drauf lang gehen, sich verhaken könnten und dann würde das ganze System lahmgelegt werden. Und sie hatte sich nämlich letztes Jahr und auch dieses Jahr gewundert, warum bei ihr die Dinger immer nicht heile angekommen sind, aber das ist der Grund. Genau. Das weiß ich, weil dieses Jahr bei der Post, als ich das Paket abgeben wollte, beziehungsweise mein Mann hat das für mich gemacht, netterweise, da hat die nämlich gesagt, oh, das müssen wir abmachen. Und dann hatte ich noch ein Bändchen schön drum gebunden mit einer Schleife und so. Und dann sagt sie, oh nee, das muss auch ab. Und dann hat die das alles abgemacht. Deswegen weiß ich das jetzt. Ja, hier ist ein Brief von ihr. Wie gesagt, ich habe den schon gelesen. Und hier steht auch der Hinweis mit dem Karton. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Ding. Macht ihr ja keine Sorgen. Und in dem Brief steht halt drin, dass sie es gut findet, wie wir dieses Jahr unsere Abmachung getroffen haben. Und noch ein paar andere nette Worte. Und die Abmachung war folgende. Ihr könnt euch vielleicht denken, wenn man öfter mit jemandem tauscht, wird es irgendwann wirklich schwierig, sich noch zu überlegen, was man dem anderen Sinnvolles schenken könnte, was der dann auch tatsächlich gebrauchen kann. Und ja, wir haben uns dieses Jahr gedacht, weißt du was, wir machen es uns ganz einfach. Wir haben Wunschzettel geschrieben. Und zwar, also das sah dann so aus, wir haben uns in den Shops, die wir halt gerne mögen, und Links rausgesucht zu Sachen, die wir gerne mögen. Und haben dann diese Linkliste sozusagen jeweils der anderen geschickt und haben einen Wert von 50 Euro ausgemacht und eben so einen Tauschwert ermittelt. Genau, und in dem Wert halt dann eben eingekauft und verschickt. Da an der Stelle muss ich nochmal echt Entschuldigung sagen, weil es war so, ich habe mich hingesetzt, habe meine Liste gemacht und habe wirklich von allen möglichen Shops und nicht nur Bastelsachen, Bücher und weiß ich nicht, was mich alles eben interessiert, habe ich auf diese Liste gepackt. Und dann kam ihre Liste und ich gehe die Liste so durch und fange an zu bestellen und denke so, ist ja alles der gleiche Shop. Und am Ende bin ich dann an der Kasse und dann denke ich, oh nein, scheiße. Ja, logisch. Sie hat schlauerweise alles aus einem Shop genommen, weil so musste ich nur einmal Porto zahlen. Und ich hoffe, dass die Sachen, die ich so aufgelistet habe, dass du da nicht so viel Porto zahlen musstest. Das wäre echt ärgerlich. Wenn ja, dann gib mir mal Bescheid. Schreib mir einfach per WhatsApp und dann werden wir uns da irgendwie einig wegen dem Porto. Das wäre echt doof, wenn du jetzt da, ja, weil ich jetzt aus 10 verschiedenen Shops mir irgendwas gewünscht habe, da so viel Porto zahlen musstest. Ja, so, sie hat mir noch ein paar Sachen zusätzlich reingelegt. Und zwar hatte ich in einem ihrer letzten Videos, in einem ihrer Hauls gesehen, dass diesen Stempel hier, den hatte ich auf jeden Fall gesehen, den fand ich niedlich. Und ja, da hat sie mir auch noch eine kleine Info, dass sie das Paket schon dreimal geöffnet hat und dass es irgendwie 6 Uhr morgens war.
Ja, und sie hatte dann eine OP und musste dann auch ins Krankenhaus. Und da hat sie das morgens alles noch hier fertig gemacht und hat mir eben diesen super süßen Stempel. Und was richtig, richtig cool ist, sie hat mir Blöcke noch mit reingetan, die ich schön fand. Und zwar diese drei. Und bei den zweien ist es was Besonderes, weil den da unten, den hat sie schon. Auch nicht nur einmal, soweit ich weiß, den hat sie öfter. Aber diese beiden, wenn ich das richtig verstanden habe in ihrem Video, hat sie die jeweils nur einmal gehabt und hat mir die trotzdem abgetreten. Und das ist so ein Block, wo immer ein Papier ist und oder ja, Papier und dann immer so Volume dazwischen. Und ich fand den so geil, weil der ist so schön bunt und so farbenfroh. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Regenbogenfarben, aber den fand ich total geil, weil das auch so ein bisschen alles so Watercolor so ein bisschen ist. Und da stehe ich ja total drauf, ne? Also das Bild schön, das Papier. Ja, und da danke ich ihr ganz besonders, dass sie mir von ihren Heiligtümern, die sie tatsächlich nur einmal hat, dann auch was abgibt auch noch oder mir die dann auch noch schenkt. Aber sie hat mir auch in dem Brief geschrieben, ich soll mir keine Sorgen machen, dass sie die auf jeden Fall noch mal wieder bekommt, beziehungsweise nicht in dem Brief, sondern auf diesem tollen Diddle-Zettel hier, den sie dann auch noch für mich geopfert hat, weil ihr wisst, ne, Diddle wird ja nicht mehr hergestellt und ist rar. Genau, so, ich packe aber die ganzen Sachen hier wieder rein und werde dann tatsächlich erst anfangen, wenn es dann soweit ist. Und werde mir dann das dementsprechende Päckchen zu Tag 1 dann raussuchen und dann eben auch machen. Das liegt schon hier oben drauf, sehe ich. Und ja, werde dann halt nach und nach die Päckchen auspacken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jeden Tag ein Video mache oder ob ich vielleicht alle 3 Tage oder so eins mache. Das schaue ich mal. Und ja, ich habe natürlich auch wieder den IKEA-Adventskalender. Den werde ich auch wieder mit euch zusammen machen. Da gibt es ja auch immer die App und dann tolle Rezepte und Geschichten und ja, immer so tolle Sachen noch dazu. Also ich liebe diesen Kalender. Vor allem, weil er ja theoretisch nur 2,99 € kostet. Und weil da ja 2 Gutscheine von jeweils mindestens 5 € drin sind. Und bisher habe ich auch immer nur diese 5 € gehabt. Also ich, oder hatte ich einmal, hatte ich glaube ich sogar einen mit 10 €. Also da habe ich sogar noch Plus gemacht mit diesem Kalender. Aber man kann halt auch einen Gutschein bis 1.000 € drin haben. Und ich kaufe mir den immer mehrmals, ehrlich gesagt. Also dieses Jahr habe ich 3. Mal gucken, ob es bei den 3 bleibt. Weil ja, die Schokolade, die da drin ist, ist mega lecker. Und ja, das Ganze drumherum finde ich auch einfach cool mit dieser App und dass man sich das dann alles so anhören kann und so, finde ich einfach geil. Genau, deswegen habe ich den jedes Jahr. Ja, ihr Lieben, und eigentlich, ob sie, ach so, erstmal runtergeschmissen. Eigentlich wollte ich hier euch nur das hier zeigen. Jetzt denke ich mir aber gerade, wenn ich jetzt schon dabei bin und das Thema Adventskalender schon habe, dann zeige ich euch auch direkt mal einen Kalender, den ich selbst gebastelt habe. Beziehungsweise, ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr dazu. Einen Moment mal. Ich schmeiße das Gas mal runter. So, ich musste gerade mal ein bisschen umräumen und den Karton einmal zur Seite stellen. Genau, und jetzt zeige ich euch etwas. Und zwar einen Adventskalender. Bevor ich euch den zeige, zeige ich euch was anderes. Und zwar auf meinem Bildschirm, Momentos, damit ihr auch gleich versteht, wo ich die ganzen Sachen her habe. Einmal, tada! Das ist die Seite oder besser gesagt der Shop von Plotter Marie. Und ich habe, wie ihr wisst, einen Brasa-Plotter. Und ja, diesen habe ich auch ein bisschen verwendet, habe da so ein bisschen Papiersachen mitgemacht und ja, war auch ganz nett, aber ich habe halt das, was dieses Gerät alles kann, bei weitem nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Also ich habe es gerade mal ein bisschen angekratzt, sagen wir es mal so. Und dann bin ich auf einen YouTube-Kanal gestoßen von Plotter Marie. Wartet mal, ich kann auch noch mal kurz. Machen wir mal YouTube auf und dann gehen wir doch mal hier drauf. Zack. So, und das ist dann dieser Kanal von dieser Plotter Marie, den ich dann entdeckt habe. Und dort habe ich ganz viele
tolle, tolle Videos gefunden, wo sie mega gut erklärt, wie sie das macht. Sie macht die ganzen Sachen immer live. Also da sind dann auch ein bisschen Pannen dabei. Das macht das Ganze noch witziger. Und ich finde sie auch als Person wirklich sehr sympathisch, aber alles nebenbei. Auf jeden Fall zeigt sie auf ihrem Kanal super tolle Videos zu all diesen Sachen, die hier im Shop verkauft werden. Also man kann hier zum Beispiel Folien in verschiedensten Ausführungen und Formen kaufen. Es gibt aber auch natürlich dann Sachen wie Zubehör oder hier Pressen und ne, Starter-Sets und keine Ahnung, also super viel Downloads. Ja, wo es dann halt auch super viele Sachen noch gibt. Jetzt gibt es auch aktuell, hat sie heute gerade ein Video rausgebracht. Habe ich noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil mir was dazwischen kam, aber ich werde es nachher auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Ja, gibt es dann halt auch Plotter-Dateien zum Runterladen. Dann gibt es verschiedene Textilien oder halt Geschenksachen und ja, alles Mögliche, die man dann auch beplotten kann. Na, Rechner willst du gerade nicht? Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ja, und hier gibt es dann auch noch Papier und noch andere Sachen. Also hier kriegt man super tolle Sachen. Ihr seht, ich habe eine Einkaufsliste, die ist schon wieder. Das ist für Dezember. Die Sachen brauche ich alle, um meine ganzen Weihnachtsgeschenke fertig zu machen, die ich so für Freunde und Co. machen möchte. Genau. So, und auf dieser Seite bin ich dann auch auf. Also in einem Video, ich kann euch jetzt leider gerade nicht zeigen, welches Video das war. Ich werde aber nachher gucken und werde es unten verlinken. Da hat sie über Adventskalender gesprochen. Also da hat sie eben Adventskalender selbst gemacht. So, und ich mache euch gerade mal wieder zu und mache euch mal wieder so an. Ja, und das habe ich halt gesehen und fand es total cool, diese Idee. Und dann gab es halt einen Link zu einer Datei, wo man sich kostenlos eine Plotter-Datei runterladen konnte für diesen Adventskalender. Und ich zeige euch gerade einfach mal so ein Rohling. Den habe ich jetzt natürlich schon zusammengebastelt, also schon zusammengeklebt. Hier einfach nur die Klebelaschen einmal zusammengeklebt. Und ihr seht, hier sind halt schon diese Fächer und dann eben auch. Wo seht ihr es einigermaßen? Da seht ihr es so ein bisschen, da diese gestrichelten, da die gestrichelten Linien, dass man das eben dann aufmachen kann. So seht ihr es ganz gut. Ja, und so kann man sich dann aus allen möglichen Geschenke, also kleine Adventskalender für Freunde machen. Klar dauert das eine Weile, bis das ausgeplottet ist, weil ihr seht, die ganzen Kästchen und die ganzen kleinen Striche, das dauert halt eine Weile. Ihr müsst ja auch berechnen, hier werden auch einmal komplett lang diese kleinen Striche gemacht, damit man das eben später falten kann, das Papier nicht reißt. Das ist übrigens Actionpapier aus dem Block vom letzten oder vorletzten Jahr, weiß ich nicht mehr, mit diesem Weihnachtspapier. Und jeder, der mit dem großen DIN A12, also 12x12 Inch Quatsch, Adventskalender, Papieren von Action gearbeitet hat, weiß, wie gerne die reißen beim Falzen und so. Aber wenn man die mit dem Plotter, wenn man diese gestrichelten Linien hat, da reißt nichts, ne? Also das bricht das Papier so super, da passiert gar nichts. So, das war ein Rohling. Und dann braucht ihr, also ich werde euch auf jeden Fall das Video von ihr verlinken und da findet ihr dann auch die Links zu den ganzen Sachen. Ihr braucht Toffifee und zwar müsst ihr darauf achten, dass das so ein 24er-Pack ist. Ich habe hier so ein 48-Stück-Teil. Irgendwo stand das drauf, dass da 48, da genau, 48 Stück drauf drin sind. Und das sind dann halt zwei Packungen mit A24. Und jede. Raus. Will mich ärgern, will nicht raus. Lass mich aber nicht ärgern, weil ich habe es ja hier schon einmal vorbereitet. Hier ist der nächste Kalender, den ich euch noch zeigen wollte und hier ist schon eine Packung drin. So, wenn ihr jetzt nicht wollt, dass derjenige, der oder diejenige, der diesen Kalender bekommt, das einfach aufmachen kann und sieht und ihr es vielleicht auch direkt kurz vor dem ersten verschenkt, dann ist es ja auch kein Problem. Dann könnt ihr ja ohne Probleme, dass die Folie schon abnehmen, das Ding drauf und dann eben hier einmal ein bisschen Tesafilm, hier ein bisschen Tesafilm und fertig ist. Ich habe
Fotos von meinen besten Freundinnen und mir und ein Foto von meinem Mann und mir, als wir noch relativ frisch verheiratet waren, mir gedruckt mit dem Drucker und dann eben das einmal ausgeschnitten und also einmal plottern lassen, dieses Ding, und habe mir dann halt Zahlen draufgeklebt. Und ja, der Kalender für meinen Mann, der ist jetzt leider wieder unten, als ich das Video schon mal aufgenommen habe. Da ja, hatte ich es hier oben, aber jetzt habe ich es wieder runtergebracht und ich wollte jetzt nicht wieder runterrennen. So seht ihr es ja auch, aber nur mal als Idee. Also ihr könnt halt auch ohne Probleme ein Foto ausdrucken und das Papier dann in den Plotter und dann eben diese Datei oben drüber legen. Und ja, dann habt ihr einen Adventskalender, der wirklich das Foto von euren Freunden oder wem auch immer hat. Finde ich eine total geniale Idee und bin total froh, dass ich diese Datei habe. Für alle, die keinen Plotter haben, ja, ist nicht ganz easy, ne? Also man muss sich halt die Packung dann theoretisch ausmessen. Also für jeden, der es jetzt so selber machen will, kann ich ja mal kurz die Maße. Ich mache das mal. Wer keinen Plotter hat, das hier sind 21,2 und hier haben wir 2. 21,2, also 23, 25 in der Länge und in der Breite braucht ihr 14,5 und sind ja immer 2, ist ja klar, also 16,5, 18,5 in der Breite. Ja, und dann eben solche Klebelaschen hier an den Rändern euch erstellen. Ja, was noch? Ach so, nee, stimmt, ihr müsst ja, warte mal. Ah, jetzt habe ich einen Denkfehler, genau. Ihr müsst noch einen Zentimeter. Ja, ist ein Zentimeter, nee, ist sogar. Die Lasche ist sogar auch 2 cm. Ihr müsst auf jeder Seite die Maße, die ich gerade gesagt habe, nochmal 2 cm drauf rechnen. Auf jeder Seite, weil die Klebelaschen müssen ja noch mit dran. Genau. Ja, und dann nehmt ihr euch das Papier halt, wenn ihr die Klebelaschen euch erstellt habt. Dann nehmt ihr das Papier, legt es auf eine schnittfeste Unterlage, nehmt euch euer Cutter, messt euch aus. Ihr braucht in jeder Reihe hier 2, 4, 6 und dann eben 4 rein. Und dann schneidet ihr euch diese Kästen selbst zurecht. Aber ich glaube, das ist eine Menge Arbeit. Also kann man machen, aber ich glaube, es ist einfach mega viel Arbeit. Aber trotzdem eine schöne Idee, auf jeden Fall finde ich, einen Adventskalender selber zu basteln. Und Toffifee mag, glaube ich, so ziemlich jeder, ne? Also mir fällt jetzt niemand ein, der sagt, oh, nee, Toffifee mag ich nicht. Ja, die Fotos von meinen Freundinnen, das habe ich hier tatsächlich liegen, die fertigen Kalender, aber die möchte ich euch nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob es den beiden recht ist, dass ihre Fotos hier auf meinem Kanal zu sehen sind. Ist ja auch verständlich, ne? Das mache ich nicht einfach so. Genau, und ja, jetzt, wie gesagt, komme ich nochmal zurück hier zu, wundert euch nicht, ich gucke dauernd auf den Monitor. Es ist auch echt ungewohnt, schon wieder Videos zu machen, muss ich ehrlich gestehen. Also, wie gesagt, ich habe hier halt ein wenig geshoppt und habe ein paar Sachen selbst gemacht. Und da will ich euch gerade mal etwas Schönes zeigen. Mache es ein bisschen spannend. Zack. So. Schwuppdiwupp, da seid ihr wieder. Und zwar hatte ich mir dieses Teil mal genäht. Das ist eine Mata. Also dieser Schnitt heißt Mata. Und ich liebe dieses Teil, weil es ist einfach so bequem. Und mit dieser Tasche hier hat man dann wirklich auch alles immer, kann man immer alles reinstopfen und hat alles so dabei, was man so braucht. Und ich laufe damit zu Hause so gerne rum, ne? Also ich liebe das wirklich. Und vor allem jetzt, wo ich ja so einiges zugenommen habe, sind bequeme, lockere Sachen halt einfach der Burner. So, und hier habe ich mir tatsächlich auch meine Hose dazu noch genäht. Aber gut, das ist jetzt alles unwichtig. Das tut jetzt hier eigentlich nichts zur Sache. Worum es eigentlich geht, ist das hier. Tada! Und zwar habe ich mit der Folie von der besagten Seite mir
Das ist eine Flexfolie, die ist ziemlich dünn. Und damit habe ich mir hier einen Spruch aufgeplottet. Ihr seht es vielleicht nicht ganz so gut, weil ich hier noch was drauf gemacht habe. Das erkläre ich euch gleich. Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Und hier auf dem Lächle und auf dem Töten habe ich noch mal so eine Folie drauf gemacht. Seht ihr das? Da gibt es so eine Folie, die über Kleber quasi übertragen wird. Und wenn man die hier ganz frisch aufplottet, dann ist halt die Oberfläche noch so ein bisschen, ja, so richtig klebrig nicht, aber die nimmt halt noch was auf. Und wenn man da dann, wenn das noch warm ist, da direkt diese Folie, diese Glitzerfolie draufpackt, dann kann man eben sich einzelne Sachen noch verschönern in allen möglichen Farben. Also da gibt es so tolle Sachen. Und es gibt übrigens auch eine Folie, die ist komplett durchsichtig, die ist ganz fein. Und damit kann man sich auch eben Sprüche oder irgendwas ausschneiden und dann aufs Shirt bügeln. Und dann nimmt man nur diese Folie und dann hat man eben nur diese Folie als ja, als Bild sozusagen. Und da gibt es halt, wie gesagt, guckt einfach mal in dem Shop, da gibt es so tolle Folien. Veredelungsfolie heißt die. Da müsst ihr mal gucken, da gibt es richtig tolle Sachen, also wenn ihr einen Plotter habt. Und was cool ist, und das habe ich hier nämlich auch gemacht, deswegen ist das ein cooles Beispiel, man kann mit dieser Veredelungsfolie, die kann man so zusammenknirschen und wieder auseinander machen, aufs T-Shirt ziehen und dann kriegt man nämlich genau das, was ich hier habe. Seht ihr das? Da ist nämlich gar nicht überall Folie drauf, sondern da ist noch so ein bisschen so eine Struktur sozusagen. Also so ein, wie so ein Muster noch. Ja, und dann kann man sich das nämlich aussuchen, ob man das glatt haben möchte, dass das dann wirklich komplett flächig ist, oder ob man eben nur so Partikelchen hat. Fand ich total schön und toll. Und noch ein richtig tolles Shirt. Das habe ich mir mal versaut. Mit Chlorix und war super traurig, weil ich das gerne wieder angezogen hätte. Und ja, mit diesen Flecken da unten drauf konnte ich es halt nur zu Hause tragen und draußen war halt nicht möglich. Und dann habe ich mir, dafür hole ich euch nochmal auf dem Bildschirm, zack, und zwar hier in dem Zeolette Store. Das ist theoretisch, also ihr wisst ja, ich habe einen Brother-Plotter und es gibt ja noch diese Zeolette-Firma. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die haben halt so einen Store und da gibt es momentan auch eine Aktion, dass alles auf 50% noch reduziert ist. Und ihr seht, und hier, ich sehe hier gerade Black Friday. Aha, okay, da muss ich mal gucken. Da gibt es auch noch eine Aktion, cool. Da muss ich nachher nochmal drauf gucken. Und die Sachen sind echt super günstig. Also im Moment jetzt wegen dem 50%, aber selbst wenn, also für eine Plotter-Datei, 90 Cent ist immer noch nichts, ne? Und die haben halt nicht nur hier jetzt so Merry Christmas und solche Geschichten, sondern die haben auch 3D-Geschichten. Also ich zeige euch gerade mal. Ich gehe einfach mal auf das 3D. Hier zum Beispiel so eine Verpackung für eine Tasse oder so 3D-Sterne oder hier sowas hier, ne? Was man sich dann als Bild, könnte man das auch verschenken. Dann hier diesen Adventskalender, den habe ich letztes Jahr, glaube ich, bei, wie heißt sie denn noch gerade? Fuchs. Liebesfuchs, genau. Bei Liebesfuchs, die hat den, glaube ich, letztes Jahr für eine Freundin gemacht, in einem ihrer Videos. Ja, und dann gibt es Mini-Alben und hier solche coolen Tassen aus Papier einfach. Mega coole Sachen und natürlich aber auch ganz viele Sprüche und so weiter fürs Haus zum Beispiel. Jetzt hier mal speziell fürs Badezimmer. Den hier finde ich mega cool. Ich hasse meinen Job und er sagt, wie bitte oder bitte. ja, also einfach geniale Sachen und ja, ihr wisst ja, dass ich halt doch schon gläubig bin. Und in dieser Rubrik, da habe ich mir dann eine Sache ausgesucht. Ich gehe mal hier auf meine, das hier ist übrigens meine Liste von Sachen, die ich alle gerne irgendwann noch hätte. Man kann ja nicht immer alles auf einmal kaufen. Und ihr habt gesehen, es geht zwei Seiten lang, ne? Also da ist einiges. Und auf jeden Fall habe ich mir in diesem Shop
zwei Dateien gekauft und auf den Shop bin ich übrigens auch über den YouTube-Kanal von Plottermarie gekommen, als Info. Und zwar ist das dieses hier. Ja, also einmal Pray Every Morning, Every Night and Often in the Between. Und dann dazu diesen wunderschönen Engel. Und ihr seht, hier unten habe ich es mir mal mit Chlorix versaut. Und das sah halt total doof aus. Aber jetzt mit diesem Spruch, weil sie ja immer am Beten ist, also Tag und Nacht sozusagen, sieht das so ein bisschen aus, als wenn so durch das Gebet so Segen runtergetropft kommt, wie Regen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so cool. Also als ich diesen Engel gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das würde doch so schön dieses Dings hier unten kaschieren. Und das hätte auch gleich noch irgendwie eine Bedeutung. Und dann habe ich noch diesen Spruch gefunden und dachte, das passt ja wie Faust aufs Auge dazu. Naja, und dann habe ich mir noch mit Glitzer-Mega-Funkelfolie hier noch so ein paar glitzernde Sternchen drauf gemacht. Ich habe meinen Monitorton nicht ausgemacht. Ich hoffe, ihr habt es gerade nicht gehört. Und ja, genau, die beiden Sachen wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Das habe ich in letzter Zeit so gemacht. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache gar nichts mehr. Ich mache schon sehr wohl noch ein paar Sachen hier oben in meinem Zimmerchen. Ich bin sogar viel in meinem Zimmer im Moment. Aber ja, eigentlich mache ich hauptsächlich Sachen im Moment am Monitor, also am PC direkt, dass ich mir selber Dateien ausdenke, Plotter-Dateien, dass ich mir Sprüche überlege und da halt Dateien draus mache. Und das ist sehr aufwendig, weil also ich es zumindest so mache. Ich mache es erst in Photoshop, gehe ich rein. Und erstelle mir dort quasi ein Bild mit den Sachen, die ich gerne hätte. Dann mache ich weiter mit also mit dem Text und so weiter. Also mache da ein komplettes Foto drauf, wie am Schluss quasi dieser Plot aussehen soll. Dann muss ich die einzelnen Teile wieder splitten, dass ich die auch einzeln habe. Und dann muss ich das Ganze in einem anderen Programm, in eine Vektordatei umfunktionieren. Und wenn ich das gemacht habe, oh Mann, ey, ja, es sind halt wirklich viele Schritte, dann geht es weiter, dass ich dann erst tatsächlich meine Plotter-Datei habe und das dann auch tatsächlich erst wirklich mit meinem Plotter verarbeiten kann. So, und ich gucke gerade mal, ich habe hier nämlich, Moment, ich zeige euch mal eins, was ich gemacht habe, was ich cool finde. Eigene Plotter-Dateien. Lass mal groß machen hier. Einen Moment, ganz kurz muss ich einmal suchen. Wo habe ich es mir hingetan? Ich glaube, bei Sprüche. Ja, genau, da habe ich es. Da kann ich es einmal. Ups, mach auf, jawohl. So, und da zeige ich es euch. Zapp. So, das habe ich gestern gemacht. Das ist jetzt theoretisch nur das Foto. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man braucht ja einmal diese Rose, um halt die Rose wirklich schneiden zu können. Und dann eben. Liebe ist so scheiße kompliziert. Ich habe das natürlich irgendwo im Internet gesehen und ich fand es aber so geil, dass ich mir dann halt was Eigenes draus gemacht habe, also mit einer Schriftart, die ich dann halt mal in Photoshop irgendwann gekauft habe. Und also diese Rose hier, das ist halt auch jetzt bei Photoshop gerade neu, bei dem neuen Update gibt es eigene Formen und das ist halt eine Form davon. Genau. So. Und so habe ich mir das dann erstellt. Genau. Ja. Und wie gesagt, das finde ich total cool. Das macht mega Spaß, aber es macht sau viel Arbeit, sich das alles so zurechtzuschnibbeln. Und deswegen bin ich hier ziemlich viel im Gang und bin hier ziemlich viel am Machen. Genau. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich würde euch super, super gern den kleinen Buick zeigen, aber der liegt gerade so artig in seiner Box und schläft. Ich guck mal, ob ich mit der Kamera rein. So, aber ich glaube, ihr seht es nicht wirklich gut. Aber da hinten, da liegt er in seiner Box und macht Heier. Und ich möchte ihn jetzt nicht wecken, weil wir waren gestern, haben wir einen riesen. So. Haben wir einen riesen Spaziergang gemacht und ich möchte ihn jetzt nicht. Wir waren heute auch wieder, aber nicht so weit, weil ich schon gemerkt habe, er war echt fertig von gestern einfach. Das war zu viel
Und deswegen haben wir heute mal ganz ruhig und sind nur eine kleine Runde durch den Park und ja, einfach nur ein bisschen Zeitung, dass er nur ein bisschen Zeitung lesen kann und wieder ab nach Hause. Und er ist auch dankbar. Also er liegt wirklich schon ziemlich lange jetzt und schläft. Genau. Naja, und der kleine Stinker hat ja jetzt auch gerade so fast alle Milchzähne schon verloren. Und ja, kriegt seine neuen Zähnchen und er macht mir super viel Freude. Der hört super, super gut. Ja, es macht einfach Spaß. Hat auch schon einen besten Freund gefunden, da wo wir immer spazieren gehen. Und ja, so hat man auch noch ein bisschen Unterhaltung und das ist wirklich toll. Okay, ihr Lieben, ja, das war's aber von mir für heute. Ich weiß nicht, ob ich das Video groß schneide oder nicht. Ich guck mal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und freue mich total, wann es dann losgeht im Dezember, dass wir dann die Adventskalender zusammen öffnen. Seid bitte nicht enttäuscht. Letztes Jahr habe ich ja jeden Tag gab es für euch ein Video, was ich lange, lange vorher vorbereitet habe und wo es halt wirklich jeden Tag dann ein Video gab mit irgendwelchen Rezepten oder ich habe mal was genäht oder was gebastelt oder wie auch immer. Leider dieses Jahr, ich habe es nicht geschafft und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht die Muse. Ich hatte auch keine Ideen, ich hatte einfach, ja, ihr wisst, als es der Spike dann gestorben ist und ich dann Buick bekommen habe, dass das dann sowieso hier alles sehr nachgelassen hat mit meinen Videos. Habt ihr ja gemerkt, dass so gut wie keine Aktivitäten auf dem Kanal waren. Ich hoffe, es wird jetzt langsam wieder ein bisschen besser, aber ich bin halt trotzdem so ein junger Hund, braucht halt viel Zeit und viel Training, dass man später auch wirklich glücklich mit ihm ist. Und diese Zeit möchte ich jetzt einfach investieren und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und zwischendurch kommt bestimmt mal was. Und vielleicht nehme ich auch demnächst die Kamera einfach mal mit raus und ja, mache dann mal ein paar Videos von dem kleinen Racker hier. Ich habe übrigens einen TikTok-Kanal gemacht. Da sind nur Videos von ihm drauf. Die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch den Kanal von der Plottermarie, dass ihr da auch mal drauf gucken könnt, wenn ihr einen Plotter habt und euch das interessiert hat hier. Dann dürft ihr da gerne mal drauf schauen. Okay, ihr Lieben, dann sage ich bis allerspätestens 1. Dezember und vielleicht auch zwischendurch. Tschüss!